Willkommen zurück hier bei Let's Play Mafia 2 und Joe's Adventures. In der letzten Folge haben wir hier diese Mission angefangen, die wir hoffentlich jetzt irgendwie zu Ende bringen. Ich habe jetzt immerhin schon mal einen Weg gefunden, wie wir durch die Scheune kommen. Das ist schon mal das einzig Positive daran. Oh nein, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Ungünstig, ungünstig, hier. Da muss nämlich jetzt, genau, da kommt schon der andere Dude. So. Und ja, wir müssen auf jeden Fall jetzt den Zeugen erledigen. Unser Plan ist natürlich immer noch, das Ganze so still wie es nur geht zu machen. Ob das was wird, ist jetzt wieder eine andere Frage. Ich packe erstmal direkt die Waffe komplett weg. So, da sind nämlich die beiden Dudes. Das habe ich aber auch erst viel zu spät gesehen. So. Jetzt sollten die gleich wieder über den neuen Laden bei der Dings reden, beim Polizeirevier. Genau. Hat er ein Revier aufgemacht hat? Nein. Und du? Ja, ich war da gestern mit O'Malley was trinken. Hattest du gestern nicht Dienst? Ja, hatten wir wieder Prohibition. Und eine Dienstmarke ist dazu da, dass man sie ab und zu missbraucht. Da bin ich ganz deiner Meinung. So, ich muss wieder rein. Bis später. Okay. Dann viel Spaß. Da fällt mir ein, hast du den 20er, den du mir schuldest? Nein, ich bin blank. Kann ich der Erste sein. Sehr witzig. Das hast du letztes Mal auch gesagt. Letzte Woche hatte ich die Kohle, aber da warst du im Urlaub. Und deswegen hast du meine Kohle wieder ausgegeben. Hallo. Die Schrotflinte hätte ich schon ganz gerne. Sie das gemacht, du Superbullis? Naja, wir waren draußen im Black Dog. Kennst du den Namen? Da draußen in Southport? Warte, warte, warte. Die Kleine hieß aber nicht zufällig Brenda, oder? Und wenn's so wäre? Oh, fuck. Da ist er! Schieß! Scheiße, scheiße! Ja gut, der da hinten hat mich dann natürlich direkt gekillt. Ich hätte aber auch nicht damit gerechnet, dass der andere sich jetzt direkt umdreht. Mann, wieso hat er ihn denn geschubst? Kannst du bitte? Okay, tschüss. Wiedersehen. Boah, es ist echt ein bisschen nervig. Mal ist es mit Q, mal ist es mit der rechten Maustaste, beziehungsweise linken. Ach. Alles ist furchtbar. So. Wiedersehen. Versuch Nummer 10. Ich packe auch erstmal die Waffen wieder direkt weg. So. Beim Revier aufgemacht hat? Nein. Und du? Ja, ich war da gestern mit O'Malley was trinken. Hattest du gestern nicht Dienst? Ja, hatten wir wieder Prohibition. Und der Dienstmarke ist dazu da, dass man sie ab und zu missbraucht. Da bin ich ganz deiner Meinung. So, ich muss wieder rein. Bis später. Dass er halt weggeht, ist so verdammt ungünstig. Da fällt mir ein. Hast du den 20er, den du mir schuldest? Nein, ich bin blank. Mann! Warum denn? Was soll denn das immer? Wieso kann er ihn nicht immer mit derselben Taste ausschalten? Ich verstehe es einfach nicht. Okay. So, jetzt ihr beide splittet euch mal schön auf. Du putzt dir schön die Nase. Was ein Scheißdreck, ey. Also wirklich. Das ist schon echt triggernd. Jetzt hier mit Q. Warum?
Warum kann man nicht dieselbe Taste nehmen, nur weil er ihn ins Wasser schubst? Den findet ihr nicht mehr wieder. Vielleicht im Sommer oder so. So, ich muss jetzt erstmal kurz was trinken. So. Gut. Dann machen wir jetzt mal genauso weiter wie vorhin auch. Also, I don't know. Ich versuche jetzt auch mal wieder darauf zu achten, wie ich den Typen ausknipse. Und, was gibt's Neues? Nicht viel. Hey, kennst du den Laden, der gleich beim Revier aufgemacht hat? Nein. Und du? Ja, ich war da gestern mit O'Malley was trinken. Hattest du gestern nicht Dienst? Ja, hatten wir wieder Prohibition. Und eine Dienstmarke ist dazu da, dass man sie ab und zu missbraucht. Da bin ich ganz deiner Meinung. So, ich muss wieder rein. Bis später. Mann, jetzt sieht mich hier auch noch jemand. Okay, ich gehe erstmal wieder einen runter. Und noch einen runter. Jetzt sollte er ja wieder direkt losgehen. Hast du den 20er, den du mir schuldest? Nein, ich bin blank. Kann ich am ersten sein. Sehr witzig. Das hast du letztes Mal auch gesagt. Gute Nacht. Oh Mann, es ist so nervig. Hey, sie hat, naja, sie hat mich abgelenkt. Und wie hat sie das gemacht, du Superbulle? Naja, wir waren draußen im Black Dog, kennst du den? Jetzt müssen wir ganz schnell loslaufen. Schnell, 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 schnell. Mann, schon wieder. Natürlich, die sind alle direkt eskaliert. Nimm doch die fucking Schrotflinte raus. Scheiße. Tschüss. Hatte ich nicht aber auch ein Automatik-Ding? Moment, dann muss ich mir kurz... Obwohl, das lohnt sich nicht mehr, ne? Moment, die Waffe will ich haben, die Waffe will ich haben. Wo ist sie denn? Hier ist keine Waffe mehr, ja, GG. Na gut, jetzt müssen wir nur noch gucken, wo der Dude ist. Ist der hier drin? Verdammt. Mensch, worauf wartet ihr denn noch? Erschießt das Arschloch! Ihr sollt mich doch beschützen, verdammte Scheiße! Ja moin, Spaß, Spaß, Spaß. Und natürlich jetzt Verfolgungsjagd in so einem Kack-Drecksauto. Wo ist mein Auto? Das stand da noch, hätte ich das mal genommen. Wenn der Arsch entkommt, bin ich geliefert. Nicht nur du. Oh oh. Ja, jetzt ist eigentlich schon vorbei. Los, du Mistkarre, schneller! Ja, das Auto ist aber auch übel kacke. Wo ist der denn lang gefahren? Der ist auf den See gefahren? Ist das sein Ernst? Los, schneller, was ist denn? Oh, Scheiße! Oh, Gott sei Dank. Wow, wow, wow. Los, du Mistkarre, schneller! Ich glaube, ich habe eingeschissen. Verstehe ich.
Aber als ob das hält. Oh Gott sei Dank. Wenn der Arsch entkommt, bin ich geliefert. Ist nein! Ich wollte gerade fragen, wo ist der jetzt hin? Aber da vorne ist er ja schon. Oh oh. Los, schneller, was ist denn? Naja, immerhin haben wir schon ein Stück aufgeholt. Das ist doch auch schon mal was. Oh oh. RIP. Du hast den Zeugen verloren. Sad Story. Oh Mann. Los, du Mistkarre, schneller! Ist so, das Auto ist übel kacke. Oh, ich bin. Hab irgendeinen Stein mitgenommen. Okay. Okay. Ich wusste nicht mal, dass sowas möglich ist in diesem Spiel, aber okay. Der Typ ist ja komplett lost. Man würde sich jetzt so voll freuen, dass der Typ auf den See gefahren ist, aber irgendwie tut man das nicht so wirklich. Komm schon, Auto, gib Gas! Ja. Gefällt dir das, du Verräter? Ich glaube irgendwie, wir sollen den hier noch gar nicht in, Bisschen Autoscooter gefällt? Oh, Scheiße! Wir sollen den hier noch gar nicht umbringen. Oh Gott sei Dank. Das Auto hat nämlich so übel... Das hat so übel, Gefällt dir das, du Verräter? Ja, so diesen, so, das hat halt so übel die krasse Physik. Ich weiß nicht, wie ich das gerade so beschreiben soll, aber das hält sich halt die ganze Zeit mega krass in der Spur. Egal, wie sehr ich dagegen fahre. Nein, nicht schon wieder. Okay, jetzt haben wir uns gedreht. Los, du Mistkarre, schneller! Ist das hier kürzer? Irgendwie nicht so, ne? Ist nein! Oh Gott sei Dank. Wenn der Arsch entkommt, bin ich geliefert. Nerv mich nicht. So. Immerhin haben wir jetzt wieder richtigen Boden unter den Reifen. Komm schon. Zurück zum Freddy's. Verstanden. So. Was, wir werden gesucht? Wofür denn? Als ob das hier jemand mitbekommen hat. Ich möchte das gern ausschalten. Ach, das kann ich nicht machen, weil er mitsingt. Ich mach das mal eben hier kurz, ne, zum Umziehen. Alles klar. Schon damals haben die über Geld gesungen. Heute machen, also damals haben es die Leute gemacht, die dieses Lied gesungen haben, und heute machen es die Rapper. So, genug gesungen.
Nein, 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 ich muss mich umziehen. Diese Qualität ist ihren Preis. Ja, ich nehme einfach jetzt irgendwas. Wunderschön. Puh, knapp. Ja, viel Freude damit, danke. Ich werde sehr viel Freude mit diesem Hemd haben und dieser Hose. Aus dem Weg. Langsamer. Nein. Kann ich das jetzt wenigstens ausmachen? Ja, perfekt. Wo sind wir denn hier? Ach, wir sind schon wieder in Little Italy, okay. Naja, fast wenigstens. Es sieht schon sehr nach Little Italy aus. So. Dieser Drift. So. Hier war die Bar. Hey, willst du dem Boss widersprechen, Henry? Hä? Na siehst du. Kümmer dich lieber um dein Bein, okay? Also bis später. Und? Ist erledigt. Okay, gut gemacht. Und was passiert jetzt mit Vito? Wir haben ihm den besten Anwalt besorgt. Er ist bald wieder draußen. Für ihre Straftaten gegen die Bürger dieser Stadt und dieses großartigen Landes verurteilt sie dieses Gericht hiermit zu 10 Jahren Haft in einem Bundesgefängnis. Scheiße! Scheiße! So ein Dreck! Ich denke, er kommt wieder frei. Erstens, schrei mich nicht an, Freundchen. Zweitens, wir reden morgen darüber. Nicht jetzt. Geh nach Hause, reg dich ab. Komm morgen früh wieder, alles klar? Wie du meinst. So ein blöder Wichser. Hä, guck dich erstmal an. Na, wer ist denn das schon wieder? Ja? Joe. Hör mir zu. Henry, hast du schon das mit Vito gehört? Der kleine Wichser hat gesagt, er kümmert sich um alles. Und was ist jetzt? Joe, halt endlich die Klappe und hör mir zu! Das mit Vito tut mir leid, aber nichts zu machen. Aber jetzt hör zu. Luca will dir an den Kragen. Was soll das denn heißen? Das heißt, sie werden dich umbringen. So kann's gehen, Joe. Die müssen stinksauer auf dich sein. Du hast wahrscheinlich noch 5 Minuten, bis die Kerle auftauchen. Ach ja? Sollen sie kommen? Mir doch egal. Was willst du machen? Sie alle umbringen? Was passiert dann wohl morgen, hä? Hör zu, du hast jetzt die Wahl. Entweder verlässt du die Stadt oder du bleibst und bist tot. Und Joe, wegen der Sache in der Brennerei. Jetzt sind wir quitt. Hey, hey, everybody, let's have some fun. Du hast Nerven, dich hier blicken zu lassen. Hey! Ah, sieh mal an, hast dich kein bisschen verändert. Was ist denn das für ein Aufzug? Was? Meinst du meine Verkleidung? Ja, so unauffällig wie ein Tritt in die Eier. Okay, schon gut. Was macht meine Bude? Wie ich am Telefon sagte, alles beim Alten. Hier ist der Schlüssel. Wie schön. Und der Job, über den wir geredet haben? Keine Sorge, ich habe momentan mehr als genug Arbeit für uns beide. Fährst du mit? Nein, danke. Ich suche mir was Eigenes. Alles klar. Er hat also einfach für 5 Jahre die Stadt verlassen, Errungenschaft freigeschaltet, welcher Zeuge? Ja, gute Frage. Wie kann man ihn dann trotzdem verknacken? Ich verstehe es nicht. Okay, bla 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 bla, okay. Erfülle diese Mission, dann geht die Geschichte weiter. Ja gut, dann fangen wir hier direkt mal an. Ach nö, das wird jetzt so wie auch mit diesem anderen Kackding. Okay. Was ist gerade jetzt der Plan? Fahr nach Hause. Hey, du Clown. Wo willst du hin? Ja, das ist ja eine Mautstraße. Das macht 5 Meuten. Nicht mit mir. Nicht heute. Wer ist jetzt der Clown? Der hat auch ein paar echt lustige Moves drauf. Zum Beispiel so einen. Wiedersehen. Okay. War das die 5 Mäuse wert? Lol. Na los. So. Wiedersehen. Guck mal, da steht dein Zwilling.
Cool. So, wir sollten uns direkt ein Auto besorgen. Ich wollte eigentlich, hätte sowieso das genommen, glaube ich. Und genau jetzt fährt hier die Polizei lang. Hallo. Hallo, hallo. So, okay. Das kennen wir ja schon. Wie viele Missionen gibt es hier denn? Ja gut, ich muss erstmal die erste fertig machen. Och nö, also ich find's jetzt scheiße, wenn ich ehrlich bin. Also, weiß ich nicht. Ich dachte, da wäre mehr Story-Inhalt. Verfolgung von Rasa aufgenommen. Ach Quatsch. Roger. Und das hier ist jetzt also das Ganze ein paar Jahre später. Na gut. Das war knapp. Ein bisschen enttäuschend. Verfolgung von Rasa aufgenommen. Ach Quatsch. Verstanden. Ach nö, die verfolgen mich jetzt echt lange. Lol, wo sind die Polizisten hin? Okay, die sind wir anscheinend los. Ein S, super. Ja, das kenne ich schon. Jetzt haben wir hier ein T. Moment, wie viele Missionen gibt es denn jetzt? Also ich sehe bisher hier jetzt nur das T. Ein M. Boah, ich hoffe, das wären jetzt nicht so viele, ne? Ich drück einfach erstmal direkt auf Start. So, zerstöre die Autos in der Millville-Garage. Okay, ich habe sogar noch Waffen am Start. Nehmen wir mal das Auto. Radio machen wir mal aus. Immerhin ist jetzt auch kein Winter mehr, weil das Winterding hat mich schon ein bisschen getriggert, wenn ich ehrlich bin. So. Naja, aus dem Auto, da könnte man auch noch ein bisschen mehr rausholen. Wahrscheinlich muss ich da jetzt erstmal wieder die Dings und so suchen, ne? Die Tankdeckel. Ansonsten kann ich lange suchen und Autos zerstören. Oh oh. Okay, ich fahre hier einfach mal hoch. Oh. So. Okay, da sind auf jeden Fall ein paar Dudes am Start. Miststück. Und jetzt werde ich auf einmal gesucht. Ja, moin. So. Was hat er getan? Ich guck mal kurz, wo der Tankdeckel ist. Hier ist keiner. Da ist er. Beschädigen. Oh, dafür kann ich bestimmt das Ding gut benutzen. Oh. Da war noch eins. Ups. Aber wieso werde ich jetzt gesucht? Ich verstehe es nicht. Macht irgendwie voll keinen Sinn.
So, wir begeben uns jetzt erstmal in die sichere Zone. Wo ist die denn? Oh, da kommen ein paar Typen angelaufen. Die finden das wohl nicht so lit, dass ich deren Autos kaputt gemacht habe. Tschüss. Die können mich ja jetzt gern verfolgen. In ihren Autos. Wird bestimmt funktionieren. So, hier war ja der Ort, wo wir auch dieses Dings gemacht haben, dieses Box-Ding. Der Verdächtige ist um die 1,80. Ist er gar nicht. Alles klar. Das halte ich für ein Gerücht. Oh, hier ist die sichere Zone. Toll. Mist. Oh. Oh. Okay, das Auto ist woanders abgebogen. Finde ich gut. Mein Kennzeichen wird jetzt auch gesucht. Wunderbar. Och nö. Es ist mir jetzt gerade auch einfach für den Moment egal. Ich will jetzt einfach nur kurz hier in die sichere Zone. So. Ein S, wunderbar. Beginne deine nächste Mission, ist jetzt der Auftrag. Ja, toll. So, ich muss hier einmal in die Werkstatt. So. Glück gehabt. Ich würde aber auch sagen, wir setzen an der Stelle einen Cut. Über eine Bewertung und einen Kommentar freue ich mich immer sehr. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann gucken wir mal, was die nächste Mission ist. Bis dahin.